Golf ist ein wunderbarer Sport, aber es ist schwierig. Und Glück spielt so eine Rolle. Aber eine Sache kann man ändern. Und wenn man eine Sache macht, wird man besser werden. Man wird besser spielen, ganz klar. Wenn man aber dabei bleibt. Und jetzt hast du einen Winter vor dir, wo du wirklich an die folgende Sache arbeiten kannst und du wirst besser Golf spielen. So bitte ganz genau zuschauen. Es geht natürlich um Ausrichtung. Golfer stehen in alle möglichen Richtungen. Erstmal, weil sie das so ungefähr tun. Die gehen zum Ball, ja, ich fühle mich gut und dann wird geschlagen. Das Problem ist, dass wir unbewusst reagieren. Wenn unsere Bälle nach da, nach rechts tendieren, richten wir uns automatisch nach da. So, wenn ich ein Slicer bin und so stehe, habe ich jetzt das Gefühl, dass ich gerade stehe. Aber ist das gut für unser Spiel? Nein. Wenn man falsch steht, gleicht man den Schwung aus. So, ich möchte, dass du gerade schlägst, aber ich möchte auch, dass du deinen Schwung verbesserst. Und das geht nur durch gerade ausrichten. So, ich zeige dir einen ganz einfachen Weg, das zu tun. Es geht sehr schnell. Und das solltest du bitte vor jedem Ball tun. Es dauert nicht lange. Und es geht so. Du stehst bitte als erstes hinter deinem Ball. Ich habe hier ein paar drei. Ich habe ein Eisen 9 in der Hand. Das ist ein einfaches Loch. Ich möchte dieses schöne Loch ausnutzen. So, ich sehe die Fahne, Ball. Ich halte meinen Schläger. Mein Griff ist schon richtig, schön in den Fingern. Und ich sehe die Linie von der Fahne runter zum Ball. Ich benutze auch meinen Schaft, um das hinzubekommen. So, ich sehe wirklich diese Linie. Jetzt gehe ich zum Ball und ich setze den Schläger auf, dass mein Schläger zu dieser Linie zeigt oder zu einem Punkt auf dieser Linie. So, jetzt ist mein Schläger perfekt. Jetzt brauche ich nur meine Füße auszurichten. So, ich richte mein Blatt zum Ziel aus und dann meine Füße und nicht andersrum. Probeschwung, ja. Das kannst du anschließend tun. So einfach den Schläger so halten, den Probeschwung machen, ohne den Boden zu beschädigen, beim Par 3 bitte. Und wieder nach vorne. Und ich stehe immer noch perfekt. Und ich habe jetzt ein gutes Gefühl, einen richtig schönen Schwung zu machen. Mein Ball landet auf dem Grün, aber ich schätze so 5 Meter links von der Fahne. Okay, so ein guter Schwung, ein gutes Golfspiel fängt mit einer guten Ausrichtung an. Die kann man machen, die kann man ändern. Tschüss.